vor 190 Jahren wurde ein Mann geboren namens George W. Sears, auch bekannt unter dem Namen Nessmuk. Und dieser Nessmuk, wie sein Spitzname lautet, hat es sich zum Ziel gesetzt, in der Wildnis zu leben, mit dem, was er bei sich trug, und darüber zu berichten in Form von Magazinen, Zeitschriften, die er selbst veröffentlicht hat. Vor, ja gut, 140, 150 Jahre ist es nun her, die perfekte Ausrüstung an sich zu haben, und genau das ist Thema dieses Videos. Also willkommen zu einer neuen Ausgabe der Survivalschule.at. Genau wie auch ich heute hier durch die Wälder streife, so hat es George W. Sears, ich werde ihn in Zukunft einfach Nessmuk nennen, und er hatte bei sich das Notwendigste. Und genau über diese Ausrichtung möchte ich jetzt mit euch sprechen. Gerade bei dieser Ausrüstung, die Nessmuk bei sich trug, unterscheiden sich viele Bushcrafter oder Survival-Experten heute mit damals. Dennoch muss man dazu sagen, dass dieser Nessmuk vor 150 Jahren, als er draußen in der Wildnis lebte, bereits die richtigen Utensilien dabei hatte. Worin unterscheiden sich Nessmuks Werkzeuge von den heutigen? Nun, die Antwort ist denkbar einfach. Nessmuk war der Ansicht, für jeden Job gibt es das richtige Werkzeug, und wir verwechseln nicht die Eigenschaften des jeweiligen Werkzeugs oder zweckentfremden dies gar. Das heißt aber nicht, dass er seinen Rucksack voll mit Werkzeugen hatte, sondern das bedeutet, er hatte das richtige Werkzeug für den richtigen Job immer bei sich. Diese Werkzeuge bestanden aus drei Dingen. Nummer 1, eine doppelseitige Axt. Auch eine einfache Axt würde das tun, was Nessmuks Axt gemacht hat, nämlich hacken. Bei der doppelseitigen, also zweischneidig, ähnlich einer Wurfaxt von heute, ist allerdings der Unterschied dieser, dass ich eine Seite sehr fein ausschleifen kann und die andere ballig belasse. Somit kann ich mit der balligen Seite Holz hacken und mit der feinen ausgeschliffenen andere Dinge zubereiten, schnitzen oder andere Tätigkeiten vollführen. Ich persönlich bin kein Fan dieser doppelschneidigen Äxte, weil die Verletzungsgefahr einerseits sehr hoch ist, und auf der anderen Seite ist es so, dass diese doppelschneidigen Äxte für einige Aufgaben dann nicht mehr zu gebrauchen sind. Zum Beispiel um einen Zelthering einzuschlagen, da man keine Hammerfläche hat, mit der man das erledigen kann. Ich habe mir für diesen Zweck eine sehr leichte Axt besorgt, die gerade auf dem Weg zu mir ist. Das Review darüber wird in einem kommenden Video folgen, und zwar handelt es sich um die Cold Steel Trailhawk, also ein Tomahawk, und was diese alles kann, zeige ich euch dann in einem separaten Video. Des Weiteren hatte Nessmuk ein großes Messer bei sich. Auf das möchte ich etwas später noch eingehen. Und das dritte Werkzeug, das er bei sich hatte, war ein Klappmesser mit zwei oder drei Klingen. Somit kann man differenzieren zwischen den drei Utensilien. Das Klappmesser für
kleine Schneidaufgaben, sei es Schnitzen, sei es Federsticking, alles was anfällt, kann man mit diesem Klappmesser machen. Wie in meiner letzten Challenge habe ich eigentlich tagtäglich mein Schweizer Messer mit dabei. Und wenn man es wirklich dauernd bei sich trägt, hat man es sehr oft im Einsatz. Auch zu Hause greife ich immer wieder auf diese Schweizer Messer zurück. Taschenmesser hatte mein Großvater schon immer bei sich und ich denke auch, ich werde irgendein Taschenmesser in irgendeiner Form immer bei mir tragen. Große Messer, Nessmuk Messer, darüber sprechen wir jetzt. Nessmuk hatte kein überdimensional großes Messer bei sich, denn diese Messer sind unhandlich zu transportieren und erfüllen nur einen Zweck, Hacken. Nessmuk, da er von der Natur und von der Wildnis lebte und sich ernährte und einfach sein Leben draußen verbrachte, brauchte ein sehr vielfältig einsetzbares Messer. Die Form, die wir hier vor uns haben, dieses geschwungene und dieser Knubbel hier am Rücken, wenn ich das so bezeichnen kann, das gibt die Nessmuk-Form wieder. Und zwar habe ich das aus einem alten Bild entnommen. Und auf diesem Bild ist klar zu erkennen, welche Werkzeuge Nessmuk bei sich trug. Diese Form des Messers bietet sehr viele Eigenschaften. Einerseits habe ich einen Bauch, der gut zum Enthäuten von Tieren ist. Ich habe einen gebogenen Griff, der dann gut in der Hand liegt. Durch den Knubbel oben allerdings auch genügend Stärke, um durch Holz Betoning zu machen, ja, oder auch um genügend Wucht zusammenzubringen beim Hacken. Nun, wie einige von euch bereits wissen, in knapp 2 Wochen ist der Messermachkurs, bau dir dein eigenes Bushcraft- oder Survival-Messer. Und genau das ist das Design, das ich mir bauen möchte, um zu sehen, was dieser Nessmuk mit diesem Messer alles machen konnte und inwieweit es mir dienlich ist. Auch hier wird es dann ein separates Video geben, einerseits über die Herstellung des Messers und andererseits aber auch über den Nutzen und den praktischen Einsatz draußen. Ihr seht also, Nessmuk hat nicht Unmengen Werkzeug bei sich gehabt, sondern die richtigen Tools für den richtigen Job. Und genau dieses Motto möchte ich auch weiterhin verfolgen und weiterhin versuchen, diese Philosophie zu verstehen, diese Philosophie für mich persönlich aufzunehmen und dementsprechend umzusetzen. Messer gibt es viele am Markt. Ich besitze viele Messer. Ich habe auch schon einige Messer selbst gebaut. Ein Messer ist für mich ein Werkzeug und keine Waffe. Kleine Taschenmesser, perfekt geeignet für sämtliche Aufgaben, die so alltäglich anfallen. Dazu brauche ich nicht mein Mega-Messer irgendwie bei mir rumschleppen den ganzen Tag. Ein Taschenmesser erfüllt 99% aller Aufgaben, die ich im täglichen Leben brauche. Und die Axt, natürlich, wenn ich hier im Wald lebe, hier im Wald draußen bin für längeren Zeitraum, speziell auch jetzt im Winter, dann brauche ich eine Axt, um dementsprechende Mengen an Feuerholz herstellen zu können. Wenn es interessiert, einfach Nessmuk googeln, da findet ihr einiges mehr. Es sind auch viele Artikel von ihm online zu finden. Einfach etwas recherchieren. Ich hoffe, euch hat diese Folge der Survivalschule gefallen. Ist mal was anderes gewesen. Würde mich freuen, euch bald wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Mike von der Survivalschule.at.